Hallo und herzlich willkommen hier auf Poke.de mit einem neuen Video. Und zwar habe ich hier ein schönes Paketchen bekommen und es ist zwar jetzt nicht wirklich sinnvoll, da jetzt Geheimniskrämerei draus zu machen, weil es steht ja schon im Videotitel, was es sein dürfte. Aber ich fand einfach nur, es ist schön, mal hier so ein Paket zu zeigen. Und zwar habe ich mir bestellt wunderbare 10 Booster Protoshock. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, die aufzumachen. Ist jetzt hier eher komisch verpackt, muss ich schon sagen. Aber meine Befürchtung, dass es doch Englisch sein könnte, hat sich jetzt schon mal als sinnlos herausgestellt, denn sie sind deutsch und wunderschön. Und ich packe jetzt mal alle hier aus jetzt. Und ich würde sagen, sind es dann auch 10? Ja, es sind 10. Sehr schön. Ich würde mal sagen, oh mein Gott, es fühlt sich immer so schön an, so viele verdammte Karten in der Hand zu halten. Es ist so wundervoll. Und ich würde mal sagen, ich werde das in 2 Parts aufteilen. 5-5. Und dann suchen wir hier gleich mal 5 Booster raus, würde ich sagen. Ich sage einfach mal, dieser hier, 2, 3, 4, 5. Die nächsten 5 gibt es dann im nächsten Part. Oder, Moment. Naja, das sieht jetzt ein bisschen imbalanced aus. Nehme ich mal den hier raus und tue dafür noch diesen hier hin. So, die tun wir zur Seite. Das Ganze tun wir auch zur Seite. Und ich würde sagen, mit diesen 5 Boostern fangen wir jetzt einfach mal direkt an. Und wir nehmen zuerst den doppelten, den Kyoko Booster. So. Verdammt hier. Verdammt. So. Auf jeden Fall mein absolutes Lieblings-Pokémon aus diesem Set ist Violot. Violot E-Fucking-X. Und ich möchte das unbedingt haben. Das wäre mein absolutes Highlight hier. Gut, es fängt an mit einem Bisofang. Energie zu gewinnen. Sejong. Tentacha. Rihorn. Zaplardin. Flemly. Sterndu. Reverse Holo ist verbrannte Erde. Trainerkarte Reverse Holo ist immer schön. Ist auch eine ungewöhnliche. Und die erste seltene Karte für dieses Booster Pack Opening ist Supex. Komisches Artwork da drauf. Aber ja, ist ein cooles Pokémon auf jeden Fall. Tut diese zur Seite. Weiter geht's mit Mega Gardevoir auf dem Cover drauf. Und ich versuche die wirklich mal jetzt ordentlich aufzumachen, diese Booster. Das ist doch nicht zu fassen. Oh Gott. Es ist nicht möglich. Ich werde es niemals lernen. Okay. Oh Gott. Ich bin immer so aufgeregt, wenn ich Booster öffne. Ist auch echt schön. Außerdem haben wir noch, vielleicht ist zu sagen, auf dem Kanal kommen ja bald auch noch andere Videos. Es geht ja nicht die ganze Zeit nur hier Poke-Openings, das ist ja auch irgendwann langweilig. Guckt sich ja keiner so lange an. Und da muss ich dann schon sagen, kommt bald ein Update-Video oder war schon und ich weiß auch nicht, oder? Moment, das war schon. War das schon? Ich bin doof. Pandir, Hydropi. Ich vergesse mal, dass das ja alles nicht hintereinander hier so in der Reihenfolge kommt. Die ganzen Videos ist ja jetzt vorproduziert, ist ja schon eine Weile her, wenn ihr das guckt, dass ich das hier geöffnet habe. Reverse Holo ist ein Schmerbe. Und die zweite Seite ist Meditalis. Meditalis Half Art. Ja, weiter geht's mit Mega Stolos. Was ich im letzten Pack Opening ja nicht wirklich wusste, dass es Stolos heißt. Ich habe davon irgendwas mit Stollern und Aggron und so geredet. Ey, es ist nicht möglich. Es ist doch nicht möglich. Wie kann man die denn ordentlich aufmachen? Meine Fresse. Okay. So. Übrigens auf die Frage hin, ob ich denn die Reverse Holo und die seltene Karte irgendwie verdeckt auf den Tisch legen kann. Das finde ich einfach, ist viel schöner, wenn man die schon in der Hand hält und dann sieht, oh, ist was Geiles. Also es ist einfach was Persönliches, was ich so finde. Vielleicht ist es ja besser zum Anschauen. Aber mir geht es ja auch darum, oh, das ist gar keine seltene. Das ist nur ungewöhnlich. Aber habe ich auf jeden Fall noch nicht. Schön.
Und die seltene Karte ist... Oh, verdammt. Zumpex Half-Art Holo. Das ist natürlich nice. Das können wir gleich mal hier hinstellen. Das ist auf jeden Fall... Dann war es schon mal... Schon cool. Das ist gut. Den Müll hier immer. Dieser Müll. Das ist doch... nee. Erstmal Groudon. Und... Ja. Gut, aber jetzt genug geredet. Jetzt muss ich mich auch mal wieder ums Öffnen kümmern hier. Übrigens jetzt auf Nachfrage auf den Tisch. Hoffe, jetzt ist das besser anzusehen hier. Es fängt an. Das vorletzte Pack fängt an mit Maskeraden. Kunstrad. Lombrero. Perlu. Skoppel. Illumise. Sonfell. Die habe ich schon jetzt viel zu oft, diese Karte. Hydropi. Die Reverse Holo ist ein normales Zapladin. Und die seltene Karte ist... Tangolos. Gut, das ist wieder nicht so gut. Aber wir haben ja hier noch 5 fürs nächste Video. Also wenn ich in diesen 10 nicht irgendwas richtig Geiles kriege, dann ist ja, habe ich irgendwas falsch gemacht, ja? Ups. Habe ich irgendwas sehr falsch gemacht. So, Müll erstmal weg hier wieder. Ey, komm. Codecard, Kartentrick und... Letztes Pack für dieses Video. Fängt an mit einem Zaplalek. Silentium Labor. Groudons Geistesbund. Perlu. Nidoran. Tangela. Illumise. Schneckmack. Reverse Holo ist ein Sejong. Das ist eine ungewöhnliche. Und die letzte seltene Karte für diesen ersten Part ist... Azumarill. Ja... Gut, dann ist also wirklich die einzige gute Karte für diesen Part, ist und bleibt dieses Zumpex hier. Leider keine Ex gezogen. Ja, ist schon... Kann passieren. Kann passieren. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Part. Damit sage ich Poke.de out.